diesem Video zeige ich, ergänzend zum Blogbeitrag über meine genutzten WordPress-Plugins, den Workflow aus Lightroom bis zur fertigen Bildergalerie in WordPress. Starten wir also in Lightroom. Als Basis für die Bildergalerien auf der Webseite nutze ich in Lightroom die Sammlungen. Ich habe speziell für dieses Video eine neue Sammlung angelegt und diese enthält auch bereits die Bilder, welche in der Galerie gezeigt werden sollen. Die Sammlung heißt 109 Tiere im Zoo Zürich und enthält 12 Bilder und eine virtuelle Kopie für den Header der Bildergalerie. Diese Bilder müssen nun alle im Titel der Metadaten eine Beschriftung enthalten, welche dann in der Bildergalerie angezeigt wird. Beim Bild für den Header, welches ein fixes Bildformat von 4:1 aufweisen muss, schreibe ich in die Bildunterschrift den Namen der Sammlung. Diese Bildunterschrift wird beim Export in den Dateinamen übernommen. Die Formate der Bilder für die Galerie können absolut beliebig sein. Hochformat, Querformat, quadratisch, was auch immer. Das Plugin für die Bildergalerie hat damit kein Problem. Wenn alles soweit vorbereitet ist, werden die Bilder für die Galerie alle markiert, ausgenommen das Bild für das Banner. Dann werden die Bilder über die bereits definierte Exportvorgabe in die Dropbox exportiert. Beim Export wird die lange Kante auf 1200 Pixel gesetzt und jedes Bild wird mit einem Wasserzeichen versehen. In der Dropbox wird im dafür vorgesehenen Ordner ein Unterordner mit dem Namen der Sammlung erstellt. Darin werden alle Galeriebilder und auch das Bild für das Banner gespeichert. Für das Bannerbild wird ebenfalls eine vorbereitete Exportvorgabe genutzt, bei der die lange Kante auf 1600 Pixel gesetzt wird. Wenn alles exportiert ist, kann dies noch im Dropbox-Ordner überprüft werden und damit ist der erste Teil mit Lightroom erledigt. Nun wechseln wir zur Administration der WordPress-Seite in den Browser. Ich habe mich bereits eingeloggt und möchte das erste Plugin in meinem Workflow zeigen. Dieses heißt WP Media Folder und erweitert die Standardmediathek von WordPress um einige nützliche Funktionen. Die Grundeinstellungen des Plugins können in den Einstellungen vorgenommen werden. Unter Allgemein ist sicher die Einstellung Folder Tree wichtig, da damit die Mediathek um eine virtuelle Ordnerstruktur erweitert wird. Media Count zeigt die Anzahl Elemente in einem Ordner an. Im Register Dateien und Ordner können Einstellungen vorgenommen werden, welche beim Import von Medien zur Anwendung kommen. Da nutze ich zum Beispiel die Einstellung, den Titel ins alternative Textfeld zu kopieren. Diese Mediathek nutze ich nun innerhalb des Workflows, um die Bilder für meine Webseite zu verwalten. Dazu lege ich identische Ordner zur Lightroom-Sammlung und dem Dropbox-Ordner an und importiere die Bilder aus dem Dropbox-Ordner in die Webseite. Die Bilder werden beim Import durch das Plugin Optimus komprimiert. Nun legen wir unter BG den Ordner 109 Tiere im Zoo Zürich an, wechseln in diesen Ordner und importieren alle Bilder aus dem Dropbox-Ordner in diesen Ordner. Nach dem Import geht es zurück in die Mediathek und ich schreibe nun die EXIF-Daten aus den Bildern ins Beschreibungsfeld. Dazu nutze ich das Plugin EXIF Caption, welches im Bereich Medien konfiguriert werden kann. Die EXIF-Tags können beliebig positioniert und auch mit eigenem Text gemischt werden. Zudem kann festgelegt werden, wo der Text im Beschreibungsfeld platziert wird, falls schon Text vorhanden ist. Zurück in der Mediathek werden alle neu importierten Bilder außer dem Bannerbild markiert. Dann wähle ich unter Mehrfachaktion Insert EXIF to Caption aus und führe die Aktion durch Übernehmen aus. Damit ist auch dieser Teil des Workflows erledigt und die Bilder stehen in der WP Mediathek zur weiteren Verwendung zur Verfügung. Nun erstelle ich für diese Bildergalerie eine Seite und nutze dazu das Avia Framework meines Themas. Damit ist es möglich, Templates anzulegen und so ist eine entsprechende Seite sehr schnell erstellt. Als erstes wird der Seite ein Titel vergeben und was liegt näher, als hier den Titel der Sammlung zu übernehmen. Dieser Titel wird zwar so nicht angezeigt, da dies in den Einstellungen entsprechend angepasst wird. Aber aus diesem Titel wird der Link generiert und dient dementsprechend als Basis für die Suchmaschinenoptimierung.
Darauf gehe ich aber weiter nicht ein. Danach wird die Seite auf das Avia Framework umgestellt und das entsprechende Template ausgewählt. Nun werden die Blöcke von oben nach unten, sofern nötig, mit Inhalt gefüllt. Als erstes wird der Platzhalter für das Banner durch das vorbereitete Bild ersetzt. Danach werden der Titel, welcher dann sichtbar sein wird, sowie ein kurzer Beschreibungstext in die dafür vorgesehene Sektion hier eingegeben. Diese habe ich bereits in die Zwischenablage eingefügt und so muss ich nun nach dem Einfügen nur noch die entsprechende Formatierung durchführen. Jetzt wird im darunterliegenden Block die Bildergalerie mit den vorbereiteten Bildern aufgebaut. Wie im Blogbeitrag beschrieben, nutze ich dazu das Plugin Justified Image Grid. Auf dieses wirklich sehr empfehlenswerte Plugin gehe ich später noch etwas genauer ein. Der Shortcode ist im Template bereits vorbereitet und es müssen nur noch die richtigen IDs eingetragen werden. Dazu nutze ich die Funktion Medien hinzufügen, welche die Mediathek öffnet. In der Mediathek muss zuerst der Ordner, der die Bilder für die Galerie enthält, gewählt werden. Danach nutze ich die Funktion Galerie aus Ordner erstellen, welche durch das Plugin WP Media Folder zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Knopf werden alle Bilder im Ordner ausgewählt. Ich muss nun das Bannerbild deaktivieren und kann Galerie einfügen wählen. Das bringt mich zurück zur Seitenerstellung und die Galerie ist eingefügt. Nun wechsle ich von visuell auf Text und kann die Bilder-IDs aus der Bildergalerie in den Shortcode des Plugins kopieren. Der überflüssige Text wird dann gelöscht und schon ist die Galerie erstellt. Speichern und Seitenvorschau zeigt das Resultat. Wie versprochen gehe ich noch kurz auf das Plugin Justified Image Grid ein. Die Anforderungen, welche ich im Blogbeitrag definiert habe, werden durchgehend erfüllt. Das möchte ich an der eben erstellten Seite zeigen. Dazu rufe ich die Vorschau der Seite auf. Die Breite ist vom Thema vorgegeben, könnte aber auch problemlos mit CSS über die ganze Breite eingestellt werden. Das Grid ist trotz der unterschiedlichen Bildformate perfekt aufgebaut. Beim Überfahren der Bilder wird der Titel aus der Lightroom-Sammlung angezeigt. Auf einem Desktop-PC wird gemäß Voreinstellungen die Lightbox Prettybox zur Anzeige des Einzelbilds genutzt. Wichtig hier für mich sind die EXIF-Daten, welche nun unter dem Titel angezeigt werden. Über die Steuerelemente der Lightbox können die Bilder vor- oder zurückgeblättert werden. Auch das Abspielen einer Diashow mit einstellbarer Bildwechselfrequenz ist möglich. Ausgewählte Social Media Tools werden unten rechts eingeblendet. Wenn ich die Seite nun auf einem Smartphone oder Tablet anzeige, wird dafür eine andere, nämlich die Photoswipe Lightbox genutzt. Ich kann dies demonstrieren, indem ich mit F12 die Entwicklertools des Google Chrome nutze und ein Smartphone simuliere. Dazu muss ich aber die Seite neu laden. Nun können alle bekannten Smartphone-Bedienfunktionen wie Wischen, Tippen, Zoomen usw. so genutzt werden. Auch mit dieser Lightbox sind die Bilder perfekt beschriftet, es kann auf Vollbild umgestellt werden und es stehen dieselben Social Media Tools wie in der Desktop-Version zur Verfügung. Auch das Grid ist natürlich perfekt auf das Gerät angepasst. Als Abschluss möchte ich noch kurz auf die Möglichkeiten der Konfiguration des Plugins Justified Image Grid sowie auf den dazugehörigen Shortcode Editor eingehen. Die Einstellmöglichkeiten sind allerdings derart umfangreich, dass ich nur auf die für mich wichtigsten kurz eingehe. Die Einstellungen sind unter den normalen Einstellungen zu finden. Über die Knöpfe sind die Einstellungen unterteilt, was das Ganze ein bisschen übersichtlicher macht. Unter General Settings sind tonnenweise Grundeinstellungen vorzunehmen. Hier habe ich nur ganz wenig verändert. Zum Beispiel Zeilenhöhe, maximale Abweichung und Abstand zwischen den Thumbnails. Wichtiger für meine Anforderungen sind die Einstellmöglichkeiten unter Lightboxes und Captions. In Lightboxes werden die Standard-Lightbox sowie diejenige für mobile Geräte festgelegt. Außerdem können weiter unten die Lightboxes detailliert konfiguriert werden. Zum Beispiel Social Sharing Buttons, Aussehen der Lightbox, Slideshow und so weiter. Im rechten Bereich ist zu jeder Einstellung eine Erklärung zu finden.
Unter Captions wird die Beschriftung der Bilder innerhalb der Lightbox sowie der Thumbnails festgelegt. Auch hier sind unzählige Variationen möglich. Es könnten auch vordefinierte Presets genutzt oder auch selbst definiert werden. Um den Shortcode-Editor kurz zu demonstrieren, erstelle ich eine neue Seite, aktiviere das Avia-Framework und lade mein Template. Danach bearbeite ich den Textblock für die Bildergalerie, markiere den bereits vorhandenen Shortcode und starte den Editor, um diesen zu bearbeiten. Ich könnte natürlich auch einen neuen erstellen. Den Shortcode aus der Zwischenablage kopiere ich ins dafür vorgesehene Feld und kann diesen nun editieren. In der Sektion Load More lege ich fest, dass initial nur 10 Bilder und die weiteren erst beim Scrollen geladen werden. Nun kann ich über Create Shortcode diese Änderungen übernehmen, den neuen Shortcode kopieren und im Textblock einfügen. Die Änderungen stehen nun im Shortcode. Falls diese Einstellung generell genutzt werden soll, kann dies in den Grundeinstellungen vorgenommen werden. Damit schließe ich dieses Video in der Hoffnung, dass der eine oder andere profitieren konnte, ab und verweise auch noch einmal auf meinen Blogartikel.